dass ich keinen einzigen jungen Tibeter oder Tibeterin kenne, die schon mal in Tibet waren. Das gleiche gilt für mich und auch meine beiden Brüder. Gleichwohl wir aber trotzdem so eine starke Verbundenheit zu Tibet und unseren Wurzeln empfinden. Mein Name ist Tenzin Nakzang, ich bin 23 Jahre alt, wohne in Bad Münstereifel und ich studiere im sechsten Semester Medizin an der Uni Köln. Das sind jetzt noch Bilder aus 2008. Das war eine Mahnwache in meiner Heimatstadt Bad Münstereifel. Das war auch im Rahmen der Olympischen Spielen in Beijing in China damals. Da sieht man gerade mich und hier sieht man noch eine Menschengruppe von meiner alten Schule, war das tatsächlich. Mein Vater ist noch selber in Tibet geboren. Meine Großeltern sind dann mit ihm und dem Dalai Lama und tausenden weiteren Tibeterinnen und Tibetern dann ins Exil geflohen. Das Problem, was sich darstellt, ist, dass Tibeterinnen und Tibeter überall auf der Welt verteilt leben. Und die Herausforderung ist hier, sich untereinander zu vernetzen und nachhaltig auch organisieren zu können, wenn es darum geht, sich für die tibetische Angelegenheit einzusetzen. Als junger Tibeter im Exil ist es das Mindeste, was ich tun kann, hier an diesem Camp teilzunehmen und von erfahrenen Aktivistinnen und Aktivisten zu hören, wie man sich für ein freies Tibet stark machen kann. Das Besondere ist, dass hier eben Tibeterinnen und Tibeter aus anderen Teilen der Welt gekommen sind, also aus den USA, aus Kanada, aus einigen Ländern Europas. Also man sich hier vernetzt und eine Begegnungsstätte quasi schafft, Ideen auszutauschen. Und sich auch für die, für zukünftige Events dann quasi abzusprechen oder vielleicht sogar gemeinsam was zu initiieren. Free Tibet ist das Endziel von uns, ein freies Tibet ohne Unterdrückung und ein Leben in Frieden und Freiheit, wie wir es vorher auch gekannt haben. Free Tibet for me means everything. It's a dream, it's a purpose, it's a hope, it's home as well. That's how I imagine home as a free Tibet. And I think it's something that gives me the strength to wake up in the morning. So it's a very interesting thing for us to have such a intense longing and grief towards a place that we've actually never seen. But I think the common shared imagination of what it should be like, what it should be like for us, is what keeps us united and keeps us going forward. Dadurch, dass in Tibet die Kultur, auch die Sprache und die Religion systematisch unterdrückt wird, ist die einzige Möglichkeit, die uns Tibeterinnen und Tibetern bleibt, diese dann im Ausland in der Diaspora zu praktizieren und auszuleben. Wenn wir nicht das als jüngere Generation machen, sehe ich die Herausforderung, dass es dann von Generation zu Generation zum einen was verloren geht, die Geschichte Tibets tatsächlich auch in Vergessenheit gerät, weil natürlich die chinesische Regierung alles dran setzt, die tibetische Kultur, Religion und Sprache auszulöschen langfristig. I have a political problem with the Chinese government. That's why I take a refugee here in Germany. Yeah, I was grew up in Tibet, like, I still miss it, like, it was really difficult to adjust it at first. But now I'm doing quite better now. For me, it's a really strong emotion, like, people who are Tibetans, but they're still born in Germany or, like, in America, but they're still taking part of it. And I want to know the young people when they participated and I want them to know about Tibet, what's happening in there, what's going on, what's the problem. There's a reason why we came here. One, two, three.
im Vergleich zu dem, was ja, unsere Verwandten und auch alle anderen Tibeterinnen und Tibeter in Tibet selber erdulden müssen, ist, glaube ich, das, was wir aus dem Exil machen, das Mindeste, was wir tun können. It's something that I have to do my whole life. And something I would have to prioritize every day over anything else, over any individual aspiration I have. I don't see myself ignoring that duty as a Tibetan.